Wir haben Eckhard von Hirschhausen hier. Eckhard von Hirschhausen, Dr. Eckhard von Hirschhausen wird heute Abend in die Hall of Fame der GSA berufen. Und ich freue mich, dass er sich zur Verfügung gestellt hat, spontan für ein Interview. Drei Fragen. Muss ich niedergehen? Nein, ich könnte ja möglicherweise zum Hall of Fame Ritter geschlagen. Ja, das werden wir heute Abend uns anschauen. Ich habe die spontane Frage, auf Bühnen stehen, ob nun Kamera dabei ist oder ob es in Anführungsstrichen Publikum ist. Was gibt es für ein Universaltipp, zwei, drei Tipps für erfolgreiche Redner oder für eine erfolgreiche Performance auf Bühnen? Der Universaltipp heißt, sei lange schlecht und irgendwann wirst du besser. Also ich glaube, mein großes Glück war, dass ich viel Zeit hatte zu üben in einer Varieté-Umgebung. Ich habe Conferencier gemacht im Wintergarten, in den GOP-Varietés, im Kamel in Berlin. Ich habe Straßentheater gemacht. Also ich habe es wirklich von der Pike auf gelernt, Menschen sagen, was zu erzählen. Und merkte bei der Zauberei, mit der ich begonnen habe, die Geschichte drumherum ist wichtiger als der Trick selber. Aber ohne diese Jahre und Jahrzehnte Erfahrung könnte ich nicht heute das machen, was ich tue. Und ich glaube, dafür gibt es keinen Ersatz. Also ich sehe das ja oft bei Moderationskollegen, die aus der Studiomoderation kommen und wenn der Prompter ausfällt, wissen die gar nicht, was sie tun sollen. Und das ist auch bei den Speakern so. Die haben dann ihren Vortrag vorbereitet und das Allerwichtigste ist wirklich, wie kriege ich einen Draht zum Publikum, wie gehe ich auf spontane Dinge ein. Und es gibt die tolle Anekdote, wo jemand nicht kam zu seinem Vortrag und dann sollte jemand anders das Skript verlesen und dann auf dem Weg vom Flughafen hierher begann das Skript. Also wenn man so tut, als wäre es spontan, ist es auch nicht gut, sondern es muss wirklich ehrlich sein. Und auf Dauer glaube ich auch, der letzte Universaltipp, versuch nicht jemand anders zu sein, als du bist. Das klingt so banal, aber ja. Authentizität scheint ein wichtiges Thema zu sein, also echt zu sein, selber Spaß zu haben auf der Bühne, ist das so? Ja, weil ich glaube, ich habe mich ja auch viel mit Humor beschäftigt und das muss sozusagen aus dir selber rauskommen. Derselbe Witz, derselbe Gag, dieselbe Anekdote von jemand anders hat eine völlig andere Wirkung. Mhm. Das wird oft unterschätzt, weil man denkt, oh ja, die Idee klaue ich mir oder das mache ich und das Publikum spürt das, ob das echt ist, ob es wahr gemeint ist und ob es erlebt wurde. Und deswegen auf Dauer, glaube ich, nur erfolgreich. Ich sehe es auch bei den Komikern, da gibt es welche, die spielen eine Figur, die ist irgendwann auserzählt. Ja, klar. Mhm. Und dann will man aber wissen, wie ist der Typ dahinter? Und wenn da kein zu großer Unterschied zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen ist, macht es das für einen selber auch leichter, weil man nicht ständig das Gefühl hat, oh Gott, hoffentlich merkt keiner, dass ich eigentlich ganz anders bin. Jetzt machen Sie ja sehr viele unterschiedliche Dinge, so jedenfalls in meiner Recherche, ob das Moderation ist, Quizshows ist, Sie haben selbst eine eigene Tour. Gibt es ein Vorbereitungssetting, das Sie immer brauchen, um gut zu sein? Ich lache, weil wahrscheinlich gäbe es das. Ja. Aber ich bin ziemlich chaotisch und das ist einerseits Teil meines kreativen Erfolges. Auf der anderen Seite auch für alle Leute, die mit mir arbeiten, extrem herausfordernd, um nicht zu sagen nervig, weil ich oft sehr, sehr knapp noch versuche, irgendwas zu ändern oder ich habe auf dem Weg eine Idee. Und das Tolle auf der Bühne ist, ich habe ja keinen festgelegten Text und ich kann dann auch wirklich improvisieren und erst eigentlich in der Situation komme ich richtig in Fahrt. Ich glaube nicht, dass ich mich wahnsinnig darauf vorbereiten könnte, außer sagen, zu versuchen, offen zu sein für das, was passiert. Und deswegen ist jeder Abend wirklich ein Unikat. Ich singe ein bisschen vorneweg, das erdet mich. Ich versuche mir klarzumachen, wie dankbar ich sein kann dafür, dass ich mit dem, was mir Freude macht, anderen Leuten Freude bereiten kann. Und das ist eine gute Haltung, also dass man weiß, ich tue das auch, klingt pathetisch, ich diene. Es geht nicht um mich, sondern es geht um etwas, was über mich hinaus ist. Es ist was Größeres. Ich versuche sozusagen ein Gefäß, eine Energie zu schaffen, die Leute berührt und von der sie was mit nach Hause nehmen. Und letzten Endes ist ja auch die Krux dieses der Zauber auch des Auftretens, dass das, was du da erschaffst, nicht greifbar ist. Also ich finde einen sehr schönen Moment, abends nach einem Vortrag oder nach einer Show den Saal nochmal leer zu erleben. Und wenn alle gegangen sind, die Stühle abgebaut werden, zu wissen,
Vor einer halben Stunde war hier noch der Bär los. Die Leute haben getobt, haben vielleicht auch gestanden und waren gerührt, haben applaudiert. Und das Einzige, was davon bleibt, ist die Erinnerung von den Leuten. Du kannst es filmen, du kannst es auf DVD brennen, du kannst eine CD rausbringen, alles schön. Aber die Magie der Live-Situation, das ist wie beim Fußball. Natürlich kannst du zu Hause gucken, aber im Stadion gucken ist was anderes. Und ich glaube, dass das Bewusstsein dafür auch gewachsen ist. Natürlich gab es sozusagen den Trend zu sagen, ach, was brauche ich, einen teuren Speaker, ich kann mir die DVD kaufen, ich schenke die DVD den Kunden oder ich mache ein Internet, ein Webinar und der soll sich das auch online angucken. Aber letzten Endes ist das, was Menschen berührt, face to face. Und das ist nicht zu ersetzen und das, glaube ich, wird sich auch in Zukunft eher wieder zurückdrehen, wäre meine Prognose. Ja, stellen Sie mal vor, Sie müssten eins Ihrer Themen in Form einer Rede verpacken und Sie sind gebucht von einer Firma. Das ist ja was anderes, als wenn Menschen eine Eintrittskarte kaufen für einen Abend, um sich unterhalten zu lassen. Die sind geschickt, die sitzen da und eigentlich wissen die gar nicht, was sie da sollen. Sie sollen eine Rede halten. Wie gewinnen Sie die Leute? Ach, ich hatte ja zu meiner Varietätzeit auch manchmal die Situation, dass da irgendwelche finnischen Mobiltelefonhändler saßen, die mit deutschen Wortspielen nicht so viel anfangen konnten. Und wenn man da überlebt hat, dann schafft man das. Schafft man also den Rest auch. Durchhalten. Letzte Frage, lieber Herr Dr. von Hirschhausen. Sie haben eine Verbindung mit der GSA, habe ich recherchiert. Sie waren mal auf einem der Humortage Referent und haben da jemanden kennengelernt. Ja, ich bin der GSA zutiefst dankbar. Das Beste, was sie jemals in meinen Augen getan hat, ist, einen Humortag zu organisieren, damals in Herzogenaurach, wo ich meine Frau kennengelernt habe. Und so gesehen gibt es... Kein Witz sozusagen. Nein, das ist ohne Pointe. Und dafür freue ich mich heute noch. Danke Ihnen sehr, dass Sie zur Verfügung stehen. Sehr gerne. Heute Abend einen schönen Abend, gute Zeit und bis bald.